Jetzt. Auf Streife. Die Spezialisten. Hallo, grüß Sie. Bleiben Sie ruhig, die Feuerwehr kommt. Können Sie sich noch halten? Guckst du mal nach ihm? Schön festhalten! Halten Sie mal Hallo, zu mir. Hallo, Funkretter hier. Hallo. Wie geht's Ihnen? Können Sie sich noch halten? Beim Eintreffen galt es primär, uns um den bewusstlosen Jungen zu kümmern. Daneben noch eine schwangere Frau, wo ich schon Angst hatte, die würde auch selbst zum Notfall werden. Und natürlich noch ein erwachsener Mann, der am Dach hang und abzustürzen drohte. Da musste sich aber primär erstmal die Feuerwehr drum kümmern. Was ist denn passiert? Wir müssen den ganz schnell hier wegholen. Wir bauen jetzt hier einen Sprungretter auf. Er ist ja vom Dach gefallen. Ich weiß es nicht. Okay. Doc, wir müssen den Kleinen ganz schnell weg. Pass auf, Frauen raus, Beinbord. Stiffneck, Beinbord, ich drehe ihn mal. Wir bauen jetzt den Sprungretter auf. Als ich hinkam, konnte ich ja sehen, dass ihm langsam die Kräfte schwinden. Unten waren an der Scheune war ein Betonboden. Die Gefahr war halt, dass er da drauf knallen sollte. Und deswegen war jetzt Zeit im Verzug. Daraufhin habe ich dann beschlossen, den Sprungretter einzusetzen, damit er notfalls da reinspringen kann. Es war kalt und die Kräfte gehen langsam weg. Und ich wusste auch nicht, wie lange hält er sich da noch. Pass auf. Okay. Einmal hier Schaufel tragen. Warte, das Bein. Und dann, alles gut, alles gut. Okay, hast du? Erstmal, Jungs, wir gehen erstmal in RTW und dann machen wir alles andere. Ja, schön. Wie ist er denn da runtergekommen? Jetzt, was hat er denn überhaupt? Lass uns hoch. Ich weiß es nicht, er scheint auf dem Dach gewesen zu sein. Okay, wir drei, und los. Erstmal in RTW und dann gucken wir alles Weitere. Frau Brehme war natürlich sehr aufgewühlt in der Situation. Ihr Mann hing am Scheunendach fest und ihr Sohn lag unten auf dem Boden. Das ist natürlich für eine auch gerade schwangere Frau ein Extremzustand. Man kann leider nicht viel machen. Man kann die Betroffenen in den Arm nehmen, festhalten, zutrösten und hoffen, dass sie sich relativ schnell wieder beruhigt, dass für sie und ihr Kind auch kein großer Schaden entsteht. Ob der 6-jährige Leon sich innere Verletzungen zugezogen hat, muss eine genauere Untersuchung im Rettungswagen zeigen. Die Feuerwehr trifft inzwischen Vorkehrungen, um den Vater vom Scheunendach zu holen. Der Einsatz des sogenannten Sprungretters scheint die einzige Möglichkeit, ist aber riskant. Der Junge ist auch runtergefallen? Der ist runtergefallen, definitiv. Von da oben? Definitiv von da oben. Kannst du noch einen Augenblick mit betreuen? Ich bleib mal gerade noch bei ihr. Ja, mach du mal. So, jetzt erstmal Schere. Komm. Alles gut. Schere. So, pass auf, ich komm auf die Seite. Also er ist mit da oben runtergefallen. Alles klar. Dicke. Pass auf, wir hören jetzt gleich mal auf die Lunge. Einmal alles ausschneiden. Atmet aber noch, ja? Er schnauft gut. Hey, kleiner Mann. Wir gucken mal. Wir gucken nach ihm. Also pass auf, das sieht hier in einer größeren Platzwunde aus. Ansonsten ist aber hier alles stabil. Schulter ist stabil, Thorax ist stabil, Bauch ist soweit weiß, Becken ist stabil, Beine sind auch stabil, da ist jetzt nichts groß dran. So einem großen Sturz muss man natürlich immer nach der Neurologie gucken. Man muss bei den schweren Prellmarken, die wir auf der Brust gesehen haben, auch immer nach der Lunge gucken, ob es dort eine Verletzung der Lunge gegeben hat. Aber das konnten wir primär erstmal ausschließen. Und der Leon war definitiv auf dem Dach gewesen und ist da oben aus der großen Höhe abgestürzt. Ja? Das muss ich nachfragen, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Ist der Leon auch? Ich gehe jetzt raus, da sind zu viele. Mike soll bitte anmelden in den Kinderschockraum. Sturz aus großer Höhe. Doch glücklicherweise stabilisiert sich der Zustand des Jungen kurz darauf und die Abfahrt in die Klinik kann erst einmal warten. Seinen Vater am 6 Meter hohen Scheunendach hingegen verlassen langsam die Kräfte. Halten Sie der Leiter! Halten Sie sich noch ein bisschen! Halten Sie sich noch ein bisschen! Sie kommen jetzt mit der Leiter! Genau! Geht jetzt noch? Scheiße! Bei der Einsatz beim Sprungretter ist immer die Gefahr, dass derjenige nicht mittig aufkommt auf diesem Sprungretter. Er könnte dann seitlich aufkommen und dann runterfallen. Es hat auch schon schwere Verletzungen gegeben, weil dieses Gerät ist halt worst case für uns nur ein Einsatzgerät, wenn wirklich nichts mehr anderes funktioniert. Okay, ganz ruhig. Stiffneck ist da. Ja, komm her. Hier. Willst du mit hier anlegen? Dann mal ruhig liegen bleiben. Ja, wir sind jetzt da runtergefallen. Wir werden jetzt erstmal eine Halskrause anlegen, das zwickt ein bisschen. Okay, ich ziehe. Das ist mit meinem Sohn. Sohn ist rettungs- im RTW. Dem geht's gut. Ja, das ist ein bisschen blöd. Wo ist mein Junge? Ist ja. Ich hol mal eben noch Verstärkung, Franco.
Marie, bleiben Sie kurz noch eben zur Seite. Die Kollegen kümmern sich jetzt gerade um Ihren Mann, ja? Wie geht's? Ich weiß, Sie sind besorgt. Wir müssen jetzt erstmal gerade erst Maßnahmen machen. Okay? Bleiben Sie kurz eben zur Seite. Wir ziehen Sie jetzt raus. Bleib kurz Zähne zusammenbeißen. Ja? Okay. Wir ziehen Sie jetzt hier raus. Bleib auf gleicher Höhe. Gib mal die Schaufeltrage trotzdem hier rüber. Was hast du jetzt vor? Ich zähle ein bisschen raus, weil wir da hinten das Problem mit dem Sprungholz haben. Wir kommen nicht runter auf den Boden. Nur ein bisschen, dass wir ihn hier draufziehen können. Wir geben Ihnen sofort was gegen die Schmerzen, okay? So, dass wir hier mal rauskommen und vom Boden weg. So ein bisschen, nicht viel, bis zu Karin. Und da ziehen wir drauf. Wir ziehen noch ein bisschen zu uns jetzt. Fertig? Zu mir erst. Wir halten Ihren Arm fest. Bei drei. Toll, da hast du das ganze Gewicht kommt. Drei. Ja, ich hab. Alles gut. Achtung! Langsam. Ich gebe noch ein bisschen. Runter. Oh, toll. Jetzt langsam. Oh, genau. Ja, okay, Leute. Perfekt. Eins, zwei und rein. Hopp. Hoppala. Alles gut. Der Vater des kleinen Jungen, der Herr Brehme, hat sich offensichtlich bei dem Sturz aus der großen Höhe in den Sprungretter die Schulter verletzt und so wie es aussah, wahrscheinlich luxiert. Tut sonst noch was weh außer der Schulter? Nein. Gut. Okay. Geht so weit? Ja. Gut, pass auf. Trage, lösen. Ja. In die Vakuummatratze, ab in den RTW. Ja. So, okay. So, wir gehen jetzt in den Rettungswagen. Ja, dann gucken wir nach Ihnen und Sie kriegen den Schmerzmittel, okay? Mike, sag mal, was habt ihr denn auf dem Dach zu suchen gehabt? Ihr hättet sterben können. Ich weiß doch auch nicht. Oh, Leon ist da oben rumgekraxelt. Okay. Ich bin ihm hinterher. Krankenwagen. Und ist abgerutscht. Ich wollte noch festhalten. Was habt ihr denn auf dem Dach zu suchen gehabt? Ich habe keine Ahnung. Ich konnte mir ja auch nichts mehr sagen. Es ging alles so schnell. Und dann bin ich selber weggerutscht und hing da. Na ja, jetzt wissen wir, dass Sie oben auf dem Dach waren, der Junge auf dem Dach war, Sie Ihren Sohn retten wollten. Aber was hat Ihr Sohn da oben gemacht? Ja. Wie kommt er da raus? Wie kommt er da hoch? Ne? Also ich meine, das ist schon ordentlich. Da war eine Leiter. Eine Leiter war da dran. Daneben, ja. Klettert er öfters da hoch? Eigentlich ganz anders. Noch nie da hochgeklettert? Nein. Ja, okay. Er ist eigentlich ein guter Junge, er macht sowas nicht. Ich habe ihm ja auch gerufen, er soll da stehen bleiben und aufhören. Okay. Er ist einfach, hat gar nicht auf mich gehört, deswegen bin ich ja selber hinterher. Da passt man einmal nicht auf. Aber wer rechnet auch damit, dass Leon aufs Dach klettert? Ich meine, er macht es doch sonst nicht. Was der Erstklässler auf der Scheune zu suchen hatte, ist für die Spezialisten zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar. Doch auch der Familienvater ist bei seinem Rettungsversuch nicht verschont geblieben. Kopf tut nichts weh. Hier tut nichts weh. Hier drüben tut nichts weh. Hier auf der rechten Seite nichts. Nur hier auf der linken Seite, hier vorne. Finger mal bewegen. Mir mal die Hand drücken. Feste drücken. Feste, das geht gut. Die andere Hand mal drücken. Sehr schön. Da der Vater aus großer Höhe abgestürzt ist, ist es immer wichtig zu gucken, ob überall die Sensibilität und die Schmerzen erhalten sind, um ein Wirbelsäulentrauma ausschließen zu können. Alter? Ja, guck mal hier. Mach die mal auf. Mach mal auf. Ja. Alles gut. Definitiv, ne? Hier, das spüren Sie aber alles. Ja. So, also, das, was wir im Moment haben, hören Sie mich? Ja. Das, was im Moment so aussieht, ist, dass die Schulter luxiert ist, also draußen ist. Könnte natürlich auch sein, dass der Oberarm gebrochen ist. Das muss halt ein Röntgenbild dann entscheiden. Rein, ne? Ja? Alles gut. Bei einem Sturz aus großer Höhe und Schmerzen an der Schulter und bei dieser massiven Verletzung, die man auch von außen schon gesehen hat, ist es wichtig, dass man zuerst ein Röntgenbild macht, um durch ein Repositionsverfahren nicht eventuell noch mehr Schaden zuzufügen. Wenn man jetzt sagt, es ist einfach nur luxiert und man zieht jetzt daran, kann man mehr Schaden machen, als was jetzt Sache ist. Ja. Deshalb in die Klinik, Röntgenbild machen und dann wissen wir, was Sache ist. Okay. Das Schmerzmittel kriegen Sie jetzt. Ja. Das wird innerhalb kürzester Zeit wirken. Ja? Was ist denn mit meinem Kind? Deutlich besser werden. Okay? Was ist mit meinem Sohn? Ihrem Sohn geht's auch gut. Er kommt auch ins Krankenhaus. Ja? Ja. Er hat Prellmarken am Brustkorb. Ist aber völlig stabil. Er lebt. Ja? Alles gut. Alles gut. Oh mein Gott. Okay? Erst weitere Untersuchungen in der Klinik werden zeigen, ob die Schulter des 37-Jährigen gebrochen oder tatsächlich nur ausgerenkt ist. Notarzt Timo Hellmann sieht nun nach dem kleinen Leon, der im zweiten Rettungswagen versorgt wird. Na, komm mal rein. Wie ist es? Der Leon ist wach und wollte mir gerade erzählen, was er jetzt auf dem Dach gemacht hat.
Hallo Leon! Von den Vitalparametern super stabil, ne? Alles perfekt. Prima. Erzähl mal. Perfekt. Noch mal. Pass mal auf, jetzt kommt die Mama, kommt gleich. Ja. Ja, die müsste auch gleich reinkommen. Wir waren eben drüben. Dein Papa waren wir eben drüben. Ja, und die Mama ist auch da. Okay. Da ist er. Hallo mein Schatz, mein Gott. Jetzt können wir ihn ja mal fragen, Schatz, was da los war. Gesucht. Ich wollte den Storchmutter. Mein Zettel im Sonnen tun, weil du kriegst ein Baby und ich möchte kein Baby, ich möchte einen Hund. Oh. Ach, Schatzi. Dann bist du extra aufs Dach geklettert, hoch zum Storchennest? Ah, ja. Wolltest du den Brief da reintun? So und so. Okay. Schatzi, jetzt gehen wir erstmal ins Krankenhaus zusammen. Ja, das ist schon süß. Und dann reden wir noch mal in Ruhe über den Hund, okay? Ich bin einfach nur erleichtert, dass Leon zu sich gekommen ist. Meinetwegen kann er jeden Hund der Welt haben. Hauptsache, er wird wieder gesund. Vielleicht wird's ein kleiner Bruder und dann kannst du mit ihm Fußball spielen oder so, hä? Das ist auch toll, oder? Das ist gefährlich, jetzt, was du gemacht hast. Jetzt schauen wir erstmal, gell? Jetzt fahren wir erstmal ins Krankenhaus und dann gucken wir. Geht's dir soweit gut? Hast du Schmerzen? Keine? Okay. Hier muss man schon ganz klar sagen, dass der kleine Leon verdammt viel Glück gehabt hat. Bei einem Sturz aus so großer Höhe hätte er auch durchaus schlimmer enden können. Im Krankenhaus wurde bei dem 6-Jährigen ein Rippenbruch sowie eine Gehirnerschütterung festgestellt. Doch er hat sich schnell erholt und konnte nach 14 Tagen entlassen werden. Die ausgekugelte Schulter seines Vaters ist ebenfalls gut verheilt. Der Schüler freut sich mittlerweile auf sein kleines Brüderchen.